Also das Bild, das heißt der Teufelskreis beim Aachner. Der Aachner Bauer, das ist ein Bauer, der in Allweins am Moosberg oben seinen Hof hat. Und dem ist es überhaupt nicht gut gegangen, er hat kein Geld gehabt und die Naht hat er gehabt und viele Kinder hat er gehabt und die Angestellten hat er nicht gekannt zu holen. Und er war ganz verzweifelt und hat sich nicht mehr zu helfen gewusst. Und nachher ist er halt in die Wiese ausgegangen, nachdenken und nachher auf einmal kommt der Teufel daher mit seinen langen Hörnern. Da hat er gesagt, hoch, Aachner Bauer, du hast die Naht. Wenn du mir deine Seele verschreibst, dann bringe ich da 3 Säcke mit Goldmünzen. Ja, hat er auch gesagt, das war natürlich gut. Also hat er gesagt, hat er sich überreden lassen und die haben ausgemacht, noch in einer Woche treffen sie sich auf einem Saubichel neben dem Haus und dann wird der Handel abgeschlossen. Der Bauer, der Aachner Bauer, verschreibt dem Teufel seine Seele und dafür kriegt er 3 Säcke Gold. Also ist der Tag gekommen und der Aachner hat schon nicht mehr da schlafen vor lauter Sorge. Und die Frau und die Kinder haben gesagt, geh, verschreib deine Seele nicht, dann kommst du in die Hölle und das geht nicht, wir brauchen die und das geht nicht. Und dann hat er gesagt, gut, dann werde ich halt mit dem Teufel reden und der kriegt meine Seele nicht. Jetzt ist der Tag gekommen, haben sie sich auf den Sauhügel getroffen. Und da gerade kommt der Teufel daher und schleppt 3 Säcke mit Gold. Hat er die 3 Säcke niedergestellt auf den Saubichel. Und dann hat er einen großen Kreis gemacht, so. Und dann hat er die Säcke rein und den Kreis hat er gemacht. Also wie wenn der Aachner in den Kreis reingeht, dann ist er in seiner Gewalt. Aber der Aachner, der war ganz schlauer, der hat ein Kreuz mitgenommen, das hat er hinten auf dem Buckel gehabt. Und hat halt einmal geschaut und hat der Teufel gesagt, ja, hat er gesagt, du kannst das Gold haben, aber davor musst du mir mit dem Blut eine Unterschrift geben, dass die Seele von dir mir gehört. Na, der Aachner hat gesagt, ich muss überlegen, lieber die Nord, und das tue ich nicht, und das tue ich nicht. Und hat halt nicht unterschrieben und der Teufel, der war ganz verzweifelt, dass er nicht die Seele kriegt. Und nachher hat er die Säcke in den Kreis drin gelassen und ist auf dem Haus, auf der Schupfe daneben, auf dem Dachhalk. Und sie haben schon oben geguckt, 3 Tage, und da gewartet, dass der Aachner vielleicht das Geld echt holt, dann kehrt in die Seele. Aber der Aachner ist nicht gekommen, ist allen ein bisschen Kreuz zugegangen, hat hinten sein Kreuz gekippt, dass nichts passieren kann. Und der Teufel hat ihn gut zugerettet und aber der Aachner hat sich nicht lassen überzeugen und nachher dann ist der Teufel noch 3 Tage geblieben, hat er Zorn, hat er gehabt und geflucht, hat er gestunken, hat wie in der Hölle. Und hat er seine Säcke genommen und ist in Sofratol reingeflogen. Und der Aachner hat die Naht weiterhin gehabt, aber er war glücklich, dass er seine Seele noch behalten hat und nicht in die Hölle geht. Und das ist die Geschichte vom Aachner Bauer auf dem Moosberg in Allweins. Und so schaut es aus. Da sieht man in Aachner Bauer, wie er vor dem Teufelskreis steht und im Teufelskreis drin seien die Säcke mit dem Gold und der Teufel mit seinen großen Horn, der zeigt noch, wie schön das Geld blinkt in seiner Hand, dass es halt, dass er noch da reizt, aber da ist nichts gegangen und der Aachner Bauer ist lieber arm geblieben, aber hat seine Seele behalten.